Moin zusammen. Warum ist für mich mit meinen 1,85 kein Problem, ist dieses E-Bike? 1,85? So. Moin zusammen. Warum ist für mich mit meinen 1,63 kein Problem, ist dieses E-Bike auf diese Höhe zu befördern? Das zeige ich euch jetzt. Wir haben uns jetzt mal den Hecklastenträger von Futuro gekauft und sind hier einen kleinen Kompromiss eingegangen, weil es sich hier um die Muskelschmalz-Variante handelt. Mittlerweile gibt es diesen nur noch als elektrische Variante, aber so dekadent wollten wir nicht sein. Wir können noch kurbeln. Wie das Ganze hier funktioniert, zeige ich euch jetzt. Geöffnet aus, weiter geht nichts. Da muss man halt auch bei der Tür mal aufpassen. Das geht natürlich jetzt auch nicht mehr weiter als 90 Grad. Zum Einklappen einfach hier oben wieder den Pinökelchen ziehen und hier mit dem Hebel einlassen lassen. Zack. Dann gibt es natürlich noch ein Schloss da oben dran. Ich weiß nicht, ob man das von hier so gut sehen kann. Man kann das natürlich jetzt mit dem Schlüssel abschließen. Dann kommt auch keiner mehr hinten an die Türen und man kann es halt auch nicht aufschwenken und runterfahren und so weiter. Ja, jetzt müsste ich das Ganze erstmal aufklappen. Nur wie soll ich da dran kommen? Das machen wir folgendermaßen. Wir nehmen diese Kurbel. Und machen die Sicherheitsbänder los. Vor allen Dingen, also was heißt, uns reicht es so, ich finde es halt so besser, weil Elektrik geht halt auch einfach immer kaputt. Und ich habe halt keine Lust, irgendwo zu stehen und meine Fahrräder nicht runter oder nicht hoch zu kriegen oder sonst was. Da kurbelt lieber ein bisschen. Ich meine, das macht man jetzt auch nicht 10-mal am Tag, ne? Dim, 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 dim. Stopp. Also, unten ist er. Jetzt werden einige von euch aufmerksam Zuschauer vielleicht bemerken, dass hier noch Platz ist. Das ist richtig, aber weiter runter geht nicht und wir stehen hier ziemlich schräg, beziehungsweise hier auf unserem Grundstück geht es schräg nach unten. Also wenn wir jetzt auf dem Asphalt komplett stehen würden, dann würde der jetzt bereits aufstehen, das Grundstück fällt hier ab und deswegen geht der quasi weiter runter, als die Reifen sind. Und das empfehlen wir halt nicht, weil der dann halt auch hier aus diesen Kugellagern sozusagen aus diesen Rollen rauskommt und die Führung von zwei Rollen, die noch über sind, ist schon gut. So. Ja. Okay, also hier haben wir ganz einfache Ratschen für die Fahrräder. Und zwar schieben wir das einfach ein, ratschen das fest und so ist das an allen Haltern hier gelöst und ebenso einfach aufzumachen. Da ist er schon. Jetzt mal Fahrrad drauf, oder? Und jetzt geht's hoch damit. Das Nummernschild ist frei. Oben die Bremsleuchte ist auch zu sehen. Man braucht also keinen zusätzlichen Elektrosatz für das vorgesetzte Nummernschild. Ja, alles gut sichtbar. Und natürlich
Richtige. Das ist natürlich da, damit das Fahrzeug hier in dem Bereich, weil der Abstand relativ knapp ist, 2 cm, hier in dem Bereich nicht verschrammt. Denn durch das Kurbeln entstehen halt doch Bewegungen und es kann sein, dass der Fahrradträger... Oder man fährt mal bei einem fetten Huckel, ne? Ja, sowohl während der Fahrt als auch beim Kurbeln hier gegenkommt. Und deswegen, ja. Kann man dann mit Sicherheit auch nochmal in einer anderen Farbe machen. Also wenn ihr für diesen Sommer noch keinen schönen Heckträger habt, dieser wäre eine Möglichkeit. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns hier mal ein Abo da. Und hier seht ihr, was sonst so passiert bei uns. Auf geht's! Gute Reise!